Ja, das machen wir gleich nochmal. Hey Leute! Wir sind auf dem Weg zu Epicon! Also, wir sind eigentlich auf dem Weg nach Darmstadt, um dann morgen zu Epicon zu gehen. Es ist 18.50 Uhr. Es ist zappenduster. Wir fahren gerade durch, glaube ich, die 10. Baustelle. Naja, auf jeden Fall wollten wir um 7 in Darmstadt sein. Das schafft man nicht mehr. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Wir vloggen heute auf Deutsch. Warum? Weil wir unseren ganzen Blödsinn nicht auf Englisch festhalten können, weil wir einfach zu schlecht in Englisch sind. Deswegen gibt es heute ein Vlog auf Deutsch. Sagt yay. Ja, auf jeden Fall sind wir auf dem Weg zur Epicon. Das wird das letzte Con-Wochenende für dieses Jahr sein. Hallo, liebe Leute. Hallo. Es ist 10 Uhr morgens. Wir sind müde. Ja, fix und fertig. Mhm. Wir haben jetzt so 2 Stunden gebraucht, um uns fertig zu machen. Warten jetzt noch auf unsere Mitstreiter. Dann geht's hier los zu Epicon. Oh. Yay! Irgendwie sind wir heute alle ziemlich unzufrieden mit unserem Make-up. Nee, du nicht, ne? Ich nicht. Ich habe grumpy Eyebrows. Grumpy Eyebrows. Grumpy. Ja, gut. Wir sind drin! Wir sind in der Messe. Also. Ja. Wir sind gerade am Foto. Das macht nichts. Ich kann es auch halten. Nein, Moment, ich habe keine Hand frei. Komm zu mir. Komm zu mir. Geht das so? Auf jeden Fall, wir sind jetzt ganz fertig mit unseren Kostümen. Abscannen, abscannen, abscannen. Ja, ich darf jetzt nicht mehr lachen, sonst bin ich nicht im Körper. Ja, ein bisschen. Du darfst ein bisschen mehr lachen als ich. So Vlog zu machen, wenn man eigentlich beide Hände nicht bewegen kann. Wir haben Menschen gefunden. Wir sind jetzt rausgegangen, um ein bisschen zu fotografieren. Ich zeig mal die Menschen. Finn kennt ihr schon. Oh, ich weiß seinen Namen Arndt. Gar nicht. Ich bin der Arndt. Ist der Arndt? Ich mache Fotos. Zementitia Cosplay. Magst du ihn nochmal lächeln? Oh, wunderschön. Oh, jetzt habe ich gedacht, ich kann sie euch zeigen, wenn sie Fotos machen, aber sie sind schon fertig. Wir haben hier noch eine wunderschöne andere Inuyasha gefunden von Horai Cosplay. Schau dich dieses tolle Schwert an. Es blinkt sogar. Ist nicht toll? So, jetzt ist Finn dran. Ich kann sogar rauszoomen. Ich mache eine kleine Doku. Na, sehr gerne. Info-Austausch zwischen Inus. Das, liebe Leute, nennt man vollen Körpereinsatz. Ja, muss so. Finny, sie versucht Grumpy zu gucken. Das klappt, glaube ich, nicht. Sieht aber cool aus. Ja? Vielleicht noch ein. Siehst du? Irgendwie kein Licht. Warte, wir müssen ein bisschen. Boah, das war. Kommt zu uns. Jetzt das hat noch so ein bisschen Sonne auf dich drauf. Beiß in die Kamera! Ja, sieht so. Also, ich finde, es sieht klasse aus. Ja. Besser aus als gedacht. Ja. Siehst du? Das ist ziemlich Hammer. Dann hätte man das Gefühl, das sieht so aus, aber das ist gar nicht. Nee, wäre ja schade, wenn ihr euch die Sachen da extra reinmacht, man sieht es ja nicht. Ja. Doch beim Lachen. The Maryland proudly presents Inuyasha Problems. Kannst du mal ein bisschen
einmal ein bisschen weiter hoch. So, es wird alles hergeräumt. Ich meine, wir sagen ja nur, ne? Also, Milchbrötchen. Milchbrötchen. Am Spieß. Am Spieß. Also am Fingernagel. Ew. Irgendwie klingt das leicht eklig. Ein bisschen widerlich, ja. Aber es macht Spaß. Ja. Ich weiß, es sieht total nervig aus, aber es macht echt viel Spaß. Ja, wir müssen kurz das Feld räumen. Das wird jetzt kompliziert. Oh Gott, ich kann nicht aufstehen. Ja. Ich halte und filme das. Das muss die Kamera tauscht den hier. Besitzer. Ein wunderschöner Anblick. Oh Gott. Oh, warte. Mach mal eine schöne Pose. Dieses Licht fällt wunderschön. Jetzt nicht mehr. Warte, das war's. Nein, das war. Und finde es so dunkel. Oh, bin ich. Aber dreh dich mal ins Licht. Side View. Oh Gott. Ich könnte auch einfach zoomen. Warum renne ich hin und her? Fail. Ich gebe mir Mühe. Sieht man mich? Ich wink mal der Kamera. Hallo. Oh, der Chum ist zum ersten Mal in einem Video drin. Und der Roland. Hallo. So, geht am besten dahin. Wir gehen dahin. Oh Gott. Jetzt müsst ihr euch noch bitte traditionell verbeugen. Nein, das werdet ihr nicht machen. Oh nein! Die Rüstung stoppt die Hoffnung. Dein Traum ist vorbei. Man sieht nicht man sieht den Mond nicht mehr. Das sah gerade sehr falsch aus. Aber das war's von mir hier. Ich gebe dir die Kamera wieder. Ihr seid ja auch. Dankeschön. Liebe Leute, das war Black Rose wie. Wohin? Die zwei netten Herren, die machen jetzt ein paar Fotos. Sagt Hallo. Wir haben schon Hallo. Die Actor. Liebe Leute, wir sind noch im Parkhaus umgezogen, mehr oder weniger. Ich habe gerade einen Faden verloren. Nochmal von neu. Nochmal. Also, wir gehen jetzt essen. Ich persönlich freue mich da ja sehr drauf. Ja. Ich glaube, das wird mein Con-Tages-Highlight, weil wir sind, glaube ich, zu 16. 19 sind wir. Zu 19 sogar. Und die Arme, wir haben noch nichts gegessen, also jeder von uns hat, glaube ich, noch nichts gegessen. Euch jetzt gerade White Raven Cosplay, aka die Mutter Queen von Lucis. Die Queen of Lucis fährt uns jetzt ins Restaurant. Also Luxus pur, sage ich euch. Baby Noctus. Oh Gott. Aka Baby Puppe. Wie viele hast du schon geboren? Schaut sie euch an. Ist Baby Noctis nicht wunderschön? Oh, danke schön. Oh Gott, also die Arme sollte man nicht hochheben, das sieht ja sehr traurig aus. Oh. Aber so ist er süß. So schreit er. Macho, Macho. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt essen und wir freuen uns alle sehr. Und wenn wir uns heute Abend nicht mehr sehen und berichten, wie es Essen war, sehen wir uns morgen als Love Life Gruppe. Habt ihr sie gesehen? Das war die Hand von Black Rose wie. So, liebe Leute, neuer Tag, neues Glück, neuer Kontakt. Wir sind auf dem Weg zur Epicon Part 2.
Hier seht ihr Finn mit ihrem lebenswichtigen Kaffeebecher. Wir werden heute chauffiert von unserer allerliebsten Pina. Jetzt musst du überlegen, wie ihre Cosplay-Seite heißt. Ja, wie heißt es wohl? Ich weiß es auch. Präsentiere sie. Kirschblüte Cosplay World. Wir präsentieren, das ist die da winkt. Dann haben wir hier unsere Black Rose Vie. Ja. Rose Vie. Ja. Sie nennt mich Vie. Vie. Wir nennen sie jetzt alle Vie. Sie sind ein bisschen schüchtern, glaube ich. Keine Wie, aber es ist jetzt Wie.
fast Ende der Halle. Wir nehmen dann auch unsere Tanz auf. Hoffe ich, wenn wir uns auch motivieren können. Wenn wir aufwachen können. Also vertraut uns da mal. Wir sind komplett umgezogen, haben noch die Schminke im Gesicht und wir sind auf dem Weg nach Hause. Endlich. Ja, endlich was zu trinken und dann Bett. Genau, trinken, Bett. Das hört sich doch gut an. Morgen ist wieder Schule, Arbeit, müssen wieder früh aufstehen. Genau. Und wir sind jetzt auch nicht mehr so die Jüngsten. Ne? Ja. Wir werden langsam alt, Leute. Ja. Fazit der Con. Ich fand sie cool, muss ich sagen. So schlecht, wie alle sagten, fand ich sie nicht. Also ich fand das Freizeitangebot durchaus attraktiv. Die Halle hätte man ein bisschen schöner gestalten können. Aber ich fand es echt schön, dass man ein bisschen Platz hatte, dass das nicht geschoben wurde und dass man echt auch ein bisschen ausladenderes Kostüm anziehen konnte, ohne Gefahr zu laufen, mit zerfetzten Cosplay da wieder rauszugehen. Ich hätte mir so eine Shooting-Ecke oder so hätte ich mir gewünscht, weil es halt wirklich nicht so viele Locations gab. Aber alles in allem, was sagst du, Finn? Ja, war doch ganz schön. Also ja. Es war halt eher eine chillige Con. Aber das ist ja auch manchmal nicht schlecht. Eine Chiller-Con. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass wir ab heute oder ab jetzt in Deutsch vloggen. Wenn doch, dann teilt das uns irgendwie mit. Und schreibt einfach, ihr seid scheiße, in die Kommentare. Wir merken das dann. Genau. Wir notieren uns das. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss. Ich winke. Ihr seht das nicht, aber ich winke. Sie winkt. Bye. Bye.